Andrea Sevi, heute war der sogenannte Milchbauvergipfel hier im Berner Bundeshaus. Warum braucht es den oder hat es den gebraucht? Ja, ich gehe davon aus, dass unser grösstes landwirtschaftliches Problem in diesem Land Industriemilch ist, und zwar die letzten 10-15%. Das ist das Milchpulver, das nicht mit der entsprechenden Wertschöpfung exportiert werden kann. Und wer hat dort als Teil genommen, den Milchpulvergipfel? Swissmem ist auf mich zugekommen, schon letztes Jahr, und hat gesagt, wir machen das nicht gut, wir haben andere Ideen, wir können das besser werden. Ich hatte eine Freude, dass nachher die ganze Milchpulverindustrie, also Hochdorf, Gremo, Emmi, Swissmem war da und wir mit den Kollegen Campbell und Ritter an drei Nationalräte waren an diesem Tisch. Und was hat jetzt da schlussendlich rausgeschaut? Auf was hätten wir einigen? Ja, es hat herausgeschaut, dass man gegenseitiges Wissen hat. Gerade Swissmem, die schweizerische Maschinenindustrie, ist sehr erfolgreich. Und dass wir eine weitere Runde machen in der Richtung, dass man kann Synergien entwickeln und entsprechend profitieren davon. Genau, das Ziel ist ja eigentlich auch, eben neue Exportmärkte zu erschliessen mit Hilfe der Politik. Was sind eure Forderungen, Politik? Ja, die Forderungen sind klar. Schau, es kann doch nicht sein, dass Hochdorf, ein Funktionär von Hochdorf und einer von China, über Monate zusammen streiten und man keinen Zugang zu China hat. Wie es mit Hochdorf steht, hat man in eurer Zeitung können lesen. Und ich habe interveniert bei Frau Ineichenfleisch, oder beim Herrn Bundesrat Parmelin, die mit dem chinesischen Botschafter kurz geschlossen. Wir sollten ab September dort hier neue Zeichen aus China bekommen, dass in Richtung Exporte wirklich etwas geht. Das heisst Zulassungen. Also eigentlich ist es so, der vermisst die Unterstützung vom Bund. Ist das so? Ja, das kommt dazu. Das ist zusätzlich. Also der Bund, ich sehe das bei Irland, der irische Staat ist gewaltig dran bei China und das Milchpulver hat einen Doppelpreis als EU-Milchpulver. Und Swissness und Schweizer Kreuz und der Staat, das habe ich gesehen, als ich in China war, hat eine grosse Bedeutung in China. Und da muss unser Land und unser Bund viel mehr tun. Und wenn ich jetzt zu diesen Forderungen würde kommen, zu diesen Mitteln, wie kann man sicherstellen, dass schlussendlich das auch beim Milchbauer landet, respektive der Milchbauer kann profitieren? Ja, die Frage tue ich jedem Verkaufsstelle, was am Schluss bei uns bleibt. Fakt ist, wenn wir Milchpulverpreise hätten wie Irland, also der doppelte Hotel, dann hätte ich eine ganz andere Situation. Und dann gehe ich natürlich schon davon aus, dass ein paar Rappen mehr bleiben, sonst müssen wir es gar nicht machen.